Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Es wird immer wieder Zeit, dass wir ein neues Häuschen bauen, aber nicht irgendein Häuschen, sondern wir bauen uns eine Doppelhaushälfte. Das heißt, wir bauen heute in der Folge die eine Haushälfte komplett gemeinsam auf und die andere spiegeln wir uns dann ohne viel Arbeit einfach mal an das Häuschen mit ran. Sonst gucken wir uns auch noch am Ende an, wie man sich dieses Häuschen auch einrichten kann. So ein paar Ideen sind da wie immer mit dabei. Sonst heißt es jetzt erstmal Blöcke in die Hand und dann geht's los mit dem Hausbau. Für den Start holen wir uns erstmal wieder ein paar schicke Blöcke raus. Ich habe schon ein bisschen geguckt, womit wir jetzt hier anfangen. Also, zuerst holen wir uns ein bisschen Beton raus. Einmal gelb wie hellgrauer. Dann holen wir uns die glatte Quarzstufen. Bitte die kompletten glatten, also da, wo ihr keine Ecken und Kanten habt. Davon natürlich nochmal die Treppenvariante. Gleiches Spiel nochmal mit den Ziegelstufen. So, weiter geht's noch mit Glas. Meine Empfehlung ist wie immer schwarzes Glas, da wir jetzt das Häuschen bei mir gelb färben. Du kannst natürlich auch jede andere Farbe nehmen, da musst du natürlich auch deine Glasscheiben anpassen. Aber zum Gelbton finde ich ganz passend die schwarzen Glasscheiben. Sonst holen wir so abgezogenes Eichenholz raus, natürlich die Baumstämme ohne Rinde und dazu dann natürlich noch die passende Treppe. Wir fangen an erstmal mit dem Grundriss, das heißt gelber Beton in die Hand und dann geht's los. Ich fange jetzt einfach mal eine Ecke an. Und zwar, dass wir jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hinsetzen. Dann lasse ich mir 2 Blöcke Platz und setze mir 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke hin. So, dann haben wir schon mal die Vorderseite. Jetzt geht es an den Seiten einmal nach hinten weg. Hier müssen wir ein bisschen zählen. Also aufgepasst. Also, jetzt setze ich jetzt hier ran. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke. Insgesamt haben wir 21 Blöcke. Warum? Den ersten hatte ich jetzt nicht mitgezählt. So, auf der anderen Seite setzen wir auch nochmal 20 Blöcke hinten einmal ran und dann könnt ihr die Rückseite komplett miteinander einfach mal verbinden. So, dann bleibt nochmal an der Seite etwas übrig und zwar wollen wir hier natürlich noch unsere Garage einmal platzieren. Wir lassen einfach mal von der Vorderseite 4 Blöcke Platz und dann setzen wir hier eine Strebe hin. Die ziehen wir jetzt aber mal nach hinten, jetzt nicht unbedingt 20 Blöcke, sondern ich setze jetzt hier einfach mal, ich gucke jetzt von vorne, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blöcke an sich ist das lang. Hinten könnt ihr einen Block freilassen, 3 Blöcke nochmal zum Haus ziehen, weil hier soll natürlich noch eine hintere Tür gebastelt werden, sodass wir natürlich auch von hinten in die Garage reinkommen. Sonst wollen wir anfangen, jetzt das Häuschen auch hochzuziehen, die Wände jedenfalls. Dabei machen wir jetzt erstmal nur das Haupthaus, die Garage lassen wir erstmal raus. Und zwar setzen wir hier drauf insgesamt 7 Blöcke, den untersten zähle ich jetzt einfach mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kann jetzt wie immer ein bisschen dauern, bis man, sage ich mal, hier seine Wände hochgezogen hat. Sonst mache ich jetzt einfach mal hier einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns wieder, ja, wenn meine Wände soweit hochgezogen sind. Zu den Seiten wollen wir natürlich auch gleich noch was machen. Und zwar habe ich mir hier jetzt hier gedacht, ganz entspannt setzen wir hier einfach mal ein schönes Pyramidendach einmal rauf. Weil unser Häuschen natürlich auf 21 Blöcke lang ist, wisst ihr ja, erhalten wir am Ende eine schöne Mitte. Tja, eine schicke Pyramide, ne? Auf der anderen Seite ziehen wir es natürlich dann auch nochmal so hinterher, ganz entspannt. Wenn wir es auf der anderen Seite auch geschafft haben, gehen wir jetzt auf die Seite, wo unsere Garage ist. Denn unsere Garage möchten wir auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke machen. Das heißt, hier drauf setzen wir nochmal 3 weitere rein. Und dann können wir das auch gleich wieder zum Häuschen einmal ziehen. So, aber vorher mal hier nochmal die hintere Reihe. So, ganz oben den letzten Block können wir ruhig miteinander verbinden. So, Vorderseite, jetzt verbinden wir es auch einmal, ne, bei der vierten Reihe einfach mal. Die Mitte hier oben, die lasst ihr erstmal noch frei, die Decke, die machen wir noch später zu. Auf der Vorderseite haben wir natürlich jetzt hier noch diese freie Fläche für unsere späte Tür. Ich setze mir jetzt erstmal hellgrauen Beton hier unten einmal hin. Lass darüber dann 3 Blöcke Platz und den Rest könnt ihr hier einfach erstmal zuziehen. Naja gut, wir könnten theoretisch auch schon gleich unsere Tür einmal einbauen. Baumstämme an der Seite hin, Treppe oben hin, Tür kommt später rein. Wir bleiben immer noch auf der Vorderseite. Jetzt schnappt ihr nochmal den gelben Beton, wir sind damit noch lange nicht fertig. Und zwar auf der Vorderseite. Lass ich einfach mal 2 Blöcke auf der Seite Platz, so Markierblock hin, 2 Blöcke auf der Seite Platz, Markierblock hin. So, hier können wir das Ganze jetzt auf 3 Blöcke hoch machen insgesamt. So, dann können wir oben das einmal verbinden und auch wieder hier eine schöne Pyramide einfach mal hier oben formen. Halten wir jetzt aber eine Zweiermitte, ist nicht so wild. So, dann können wir hier unten auch hier die Zweiermitte nochmal zuziehen und haben schon die ersten Fenster einmal drin. Das passt dann schon mal. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal auf die Rückseite fliegen. Hierbei lassen wir jetzt aber an der Seite 3 Blöcke Platz. Dann könnte ich hier eine Reihe mal weghauen. So, andere Seite auch nochmal. So, schön 3 Blöcke hier Platz lassen. Ab dem vierten setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal hin. Andere Seite auch. Also 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. So, dann könnt ihr jetzt oben einmal zuziehen. Und dann machen wir auch hier wieder eine schöne Pyramide einmal rauf. Auch wieder zwei in der Mitte. Ist nicht so wild. Dann müssen wir mal uns entscheiden, wie groß wollen wir unser Fenster machen. Ich würde mal sagen, das lassen wir mal auch noch auf 3 Blöcke.
Ja, dann passt das so ein bisschen. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt auch an, uns überall die Fenster schon einmal frei zu hauen auf der Rückseite. Lasst ihr einfach an der Seite drei Blöcke Platz. Dann stackt ihr hier einfach mal was weg. So, drei Blöcke auf der Seite auch lassen. Und dann machen wir das Fenster hier unten einfach auch nochmal auf eine Dreierhöhe insgesamt. Das ist natürlich, sage ich mal, unsere große, ja, Fensterfront, wo wir natürlich dann in den Garten kommen. Wir werden, sage ich mal, in unser Häuschen nochmal einen Boden platzieren. Von daher lassen wir unten natürlich noch eine Blockreihe da, ne? Das ist ganz klar. So, hiernach wollen wir einmal zur Seite abbiegen. Jetzt gucken wir einfach mal hier an der Seite. Dann müssen wir ein bisschen zählen. Und zwar einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann können wir hier so ein 2x2 Fenster reinhauen. Nicht vergessen, wir machen ja später noch einen Boden rein. Von daher lassen wir jetzt hier an der Seite einfach mal 2 Blöcke Platz. Weil das Fenster soll ja nicht auf dem Boden sein, das soll ja ein bisschen in der Luft sein. So, bei unserer Garage würde ich mal sagen, machen wir hier an der Seite nochmal so ein kleines Fenster hin, einfach so ein Zweierfenster. Und dann bleiben wir noch auf der Seite. Ich würde mal sagen, über dem Fenster lasst ihr einfach mal 3 Blöcke Platz. Dann schlagt ihr hier wieder so ein 2x2 Fenster ein. Geht dann einfach mal zur Seite und zählt jetzt hier einfach mal 7 Blöcke. So, ab den 8. Block kommt hier wieder unser 2x2, also dieses kleine 2x2 Fenster rein. Nimmt da einfach so einen Hilfeblock. Ne? Dann könnt ihr euch das hier super abmarkieren, ne? Wo wir hier 7 Blöcke haben. Dann passt das. Ich befinde mich gerade auf der Vorderseite von unserem Häuschen. Hier wollte ich mir auch nochmal 2 kleine Fenster machen. Und zwar machen wir jetzt einfach mal von der Garage aus. Lassen wir einfach mal eine Blockreihe Platz. Dann schlagen wir hier dieses schöne 2x2 Fenster rein. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, da lassen wir dann an der Seite 2 Blöcke Platz. Und schlagen hier auch nochmal so ein 2x2 Fenster rein. Ne? Dass wir hier an der Seite dann einfach 2 Blöcke haben. Auf der anderen Seite nur ein Block Platz. Jetzt haben wir natürlich eine Seite, wo wir gar kein Fenster machen. Was hat denn das zu sagen? Ja, wir wollen ja natürlich dieses Häuschen nochmal uns duplizieren, natürlich so spiegeln, dass wir an der Seite natürlich das Haus ja wieder einmal ransetzen, aber halt spiegelverkehrt. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn wir da Fenster uns setzen, weil dann, ja, hätten wir einfach eine Betonreihe davor. Das wäre ja doof. So, daher nehmen wir jetzt schon mal unsere Glasscheiben und können jetzt alle Fenster, die wir hier haben, schon mal damit bestücken. Ich habe jetzt meine ganzen Fenster mit Glas bestückt. Da fällt mir halt auf, dass ich spiegelverkehrt meine Tür gebaut habe. Wir müssten, damit das Bild ein bisschen schöner aussieht, den Baumschirm auf der Seite machen, wo wir, sag ich mal, das Fenster bei der Tür haben, wo nur eine Blockreihe ist. Ich glaube, ihr seht, warum ich das meine. Da wir natürlich die Tür nicht gleich neben mein Fenster machen wollen, sondern so immer 2 Blöcke Platz haben. Ne? Seht ihr das, wie ich das meine? Wir haben ja von der Seite so 2 Blöcke Platz bis zur Tür und dann von der anderen Seite, wenn wir hier den Baumstamm platzieren, haben wir theoretisch auch 2 Blöcke Platz. Das Bild sieht dann einfach ein bisschen schöner aus, als wenn wir da nur einen Block haben. Glaubt mir, das ist einfach so. So, wenn wir das dann soweit haben, muss ich mir erstmal nochmal kurz gucken, was wir jetzt verbauen wollen. Ich würde mal sagen, damit können wir jetzt eigentlich loslegen, bevor wir zum Dach und sowas kommen, erstmal innen drin uns natürlich jetzt hier unsere Stockwerke zu bauen. Wir fangen natürlich unten einmal an. Das heißt, wir nehmen unseren gelben Beton und zeichnen uns erstmal die Wände einmal vor. Wer möchte, ich kann mich gerne auch kurz einmal rüberstellen, wer sich das so jetzt anzeichnen möchte. Sonst kommt jetzt hier nochmal die Anleitung. So, wir fangen bei der Tür einfach mal an. Ich stehe jetzt innen drin, gucke dann zur Tür hin. So, auf der linken Seite setzen wir jetzt erstmal einen Block hin. Auf der rechten Seite setzen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Kommen wir nochmal zur anderen Seite. Ein Block Platz lassen, 2 Blöcke hin und die könnt ihr dann einmal zur Wand ziehen. So, wir gehen wieder ein bisschen weiter nach hinten. Wir lassen wieder auf der anderen Seite einen Block Platz, 2 Blöcke hin, den ersten einmal zur Wand ziehen. Auf der anderen Seite 2 Blöcke Platz machen und eine Reihe zur Wand ziehen. Tja, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter nach hinten. So, jetzt lasse ich hier einfach mal 3 Blöcke Platz, einmal zur Wand ziehen. Auf der anderen Seite gleiches Spiel, 3 Blöcke Platz lassen und zur Wand ziehen. So, das war es dann schon erstmal fürs Vorzeichnen. Hier kommt dann später unser schönes großes Wohnzimmer einmal hin. Jetzt wollen wir natürlich die Wände einmal hochziehen. Die machen wir auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Wenn wir dann unsere Wände so weit hochgezogen haben, ne, ihr könnt immer gerne, sag ich mal, die letzte Reihe hier miteinander verbinden, wenn ihr das machen möchtet. Ja, also nicht so wild. Kommen wir jetzt dazu natürlich auch einmal den Boden uns reinzusetzen. Du kannst nehmen, was du möchtest. Du kannst gleich deinen richtigen Boden nehmen, weil das ja, sag ich mal, hier nur mein Vorbau ist. Nehme ich einfach hellgrauen Beton. Du kannst natürlich jetzt hier dein Wohnzimmer machen. Das soll später eine Küche werden, nur als Beispiel. Hier kommt unser Treppenaufgang, Flurbereich, Zimmer Nummer 1 und ein Badezimmer. Ne, also ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt, aber ich nehme jetzt hier einfach mal, ja, meinen grauen Beton. Ne? Das ist einfach hier so ein bisschen, ja, irgendeinen Boden muss ich halt nehmen, Leute. Irgendeinen Boden muss ich nehmen, von daher machen wir das einfach mal ein bisschen neutral. Wenn wir den Boden soweit drin haben, nehmen wir ganz einfach mal ein paar glatte Quarzstufen. Und ihr kennt es ja schon von den anderen Häusern, immer ab der. Also so eine Deckenebene ist immer gut, wenn ihr, sag ich mal, 4 Blöcke habt, ne, für so eine Wandebene. Das haben wir jetzt hier, wir haben ja den Boden reingemacht, von 15 auf 4, ganz klar. Setzt ihr einfach ab dem vierten Block jetzt hier oben, oder ganz oben einfach in der Blockreihe, einfach mal hier unsere Stufenreihe hin. Und dann halten wir hier diese schöne Decke. Und da könnt ihr jetzt sehen, wie ihr, sag ich mal, euch das hier noch machen wollt. Ob ihr jetzt so einen Träger wieder wegmacht, weil ihr einfach so eine ebene Decke haben wollt, dann könnt ihr es auch gerne machen. Also es ist nicht
vorgesagt, dass ihr hier unbedingt euch so einen Träger oben basteln müsst. Denn jeder soll ja sein Häuschen so gestalten, wie er möchte. Wäre ja traurig, wenn das man nicht machen könnte, ne? Im Grunde platzieren wir jetzt eigentlich überall unsere Stufen. Außer bei einem Bereich, und zwar, wer aufgepasst hat, der kann sich natürlich denken. Und zwar bei diesem hier, weil das wird ja später unser Treppenaufgang sein und wir müssen ja nicht unbedingt unnötige Blöcke setzen, also von daher diesen Bereich könnt ihr einfach freilassen. Wenn ich dann jetzt auch hier mein Wohnzimmer fertig gezogen habe mit der Decke, geht es dann natürlich schon gleich wieder weiter mit der nächsten Etage. So, letzte Reihe von meiner Decke und dann geht's weiter hier mit der nächsten Etage. Aha, ihr seht schon, ich habe es mir ein bisschen vormarkiert. Tja, so, jetzt wollen wir natürlich erstmal anfangen. Wie fangen wir am besten an? Wir richten uns da würde ich mal sagen, an dem Punkt, wo wir natürlich auch hochkommen, und zwar bei unserem Treppenaufgang. So, wir nehmen wieder unseren gelben Beton und zwar setzen wir jetzt an der Seite. Jetzt einfach oben. Ich mache das hier mal weg. Einfach an der Seite jetzt hier von unserem Treppenaufgang 4 Blöcke auf der Seite und 4 Blöcke nochmal auf der anderen Seite. So, ich stelle mich einfach mal jetzt hier, wie stellen wir uns am besten hin, wieder so, dass ich nach vorne gucke beim Häuschen. Jetzt einfach an der Seite einfach mal einen Block so schräg hin, einen Block Platz lassen, einen Block hin, 3 Blöcke nach vorne, bei diesem Vierer, den hier nochmal zur Wand ziehen. So, ich fange jetzt hier auf der anderen Seite an, bei dem Vierer, einen Block freilassen, 2 hin und dann hier beim ersten von den 2 könnt ihr das einmal oben zur Wand hinziehen. Und das ist so ein bisschen die Markierung hier für unsere nächste Etage. So, jetzt kannst du natürlich gerne auch schon gleich den Boden einmal reinziehen. Ich sag mal, hier der vordere Bereich, den werde ich so nutzen, dass das hier später mein weiteres Badezimmer wird, weil ja mehr unten ein kleines, hier oben wird dann ein bisschen größeres sein. Hier daneben haben wir Kinderzimmer Nummer 2 oder ja, Zimmer Nummer 2, wie man es halt benutzen möchte. Dann haben wir natürlich auch wieder hier in der Mitte einmal einen schönen Flur. Ne, den könnt ihr auch euch gestalten, wenn ihr möchtet. Ich setze mir jetzt hier nochmal ein bisschen Beton hin, da das, sag ich mal, hier noch später so ein Geländer werden soll. Ja, sonst hier, weiteren Bereich hier oben, das wird natürlich das schöne große Elternschlafzimmer sein. Da könnt ihr da auch euch einen Teppich reinbasteln, wie ihr wollt. Tja, der Boden ist drin. Als nächstes kommen natürlich wieder die Wände einmal ran. Wieder unser gelben Beton. Und wie hoch machen wir die? Genauso wie wir die unten hatten. Na, also 1, 2, 3, 4 Blöcke. Ne, du hast 4 Blöcke halt die Wandhöhe sind. Ihr könnt natürlich, wenn ihr drauf steht, euch höhere Wände zu machen, auch nochmal auf 5 erweitern. Wir haben den Platz, ihr könnt es machen, wenn ihr wollt. Aber ich bleibe einfach beim Standard von der 4er Höhe. Ihr müsst jetzt aber nicht unbedingt jede Wand hochziehen. Ich sag mal jetzt hier vorne mal unseren Treppenaufgang. Die 2 Blöcke müsst ihr nicht hochziehen. Das ist einfach nur so eine Vormarkierung später fürs Geländer, was ich da mir einfach gemacht habe. Aber sonst alle zack auf 5 Blöcke hoch und dann passt das. Na gut, so, meine Wände sind oben. Als nächstes kommt natürlich wieder ran. Was kann es wohl sein? Die Decke. Naja, man könnte natürlich auch hier nochmal die Übergänge, zack, überall wo wir eine Tür haben, natürlich nochmal zumachen, sodass wir hier wieder 3 Blöcke haben. Ja, aber dann kommt natürlich die Decke ran. So, ich meine halt im Flurbereich ganz einfach, ne, da setzen wir das natürlich ganz oben einmal an. Probleme bei der Decke ziehen gibt es erst da, wo wir, sag ich mal, noch offene Stellen haben. Aber da sollten wir uns nicht so einen großen Kopf machen, dann nehmt ihr einfach eure Treppen, eure Quarztreppen und setzt die da einfach mal ran. Macht euch nicht immer so schwer, wie es eigentlich sein müsste. Ne? Also von daher, Treppen hin und den Rest zieht ihr natürlich hier wieder mit euren Stufen einmal lang. Und wenn wir hier an der Seite sind, wird dir bestimmt jetzt eine Sache auffallen. Und zwar, wir haben ja hier Löcher. Wenn wir denn später jetzt hier noch das Dach aufsetzen, wäre das natürlich doof, wenn wir das Dach innen drin sehen. Also was machen wir dagegen? Wir nehmen jetzt unseren gelben Beton. Und immer wo ihr, sag ich mal, hier diese freien Flächen habt, setzt ihr den einfach einmal hin. So, jetzt könnt ihr ja, zwei Arten machen. Entweder ihr setzt jetzt hier drunter gar nichts oder eine Stufe. Finde ich doof. Ich würde jetzt hier einfach mal angeeckte Treppen mir einmal platzieren. Finde das immer ganz schick. Andere Seite auch nochmal. So. Und den Rest hier in der Mitte, den führt ihr einfach aus mit euren Stufen. Ganz einfach. So, das müssen wir natürlich nochmal machen. Jetzt hier im Badezimmerbereich und im Kinderzimmer. Das heißt, ihr setzt auch hier wieder einfach erstmal eure Treppen hin. So. Dann seht ihr natürlich, wo hier ein bisschen Luft ist. Da setzt ihr dann einfach nochmal euren Beton hin. Und dann könnt ihr hier wieder einmal eure Treppen ransetzen. Und den Rest führt ihr wieder aus mit den Stufen. So, einmal machen wir es nochmal gemeinsam. So, wieder erstmal die Treppen hin. Dann seht ihr wieder, wo Luft ist. Da einfach unseren Beton einmal hin. Dann verfeinern wir das wieder mit unseren Treppen. Und schon geht es wieder ran an den Stufen. Ganz einfach. Okay, dann sind wir erstmal fertig mit der oberen Etage. Weiter geht's, dass wir jetzt das Dach einmal ranbauen. Und weil wir natürlich ein Pyramidendach haben, es ist eigentlich relativ simpel, wie wir es uns darauf platzieren. Ihr nehmt natürlich jetzt einmal unsere Treppen. Und zwar setzen wir die jetzt vorne ran. Wir können sie gerne überstehen lassen, aber nicht auf der Seite, wo wir später das andere Haus natürlich noch ransetzen. Also die glatte Seite lasst ihr komplett glatt. Auf der Seite, wo die Garage ist, könnt ihr es einmal überstehen lassen. Ich bin jetzt schon auf der anderen Seite angekommen. Hier machen wir natürlich auch das gleiche Spiel wie halt auf der Vorderseite. Das Schöne ist, wir haben ja innen drin das Ganze ja schon so vorbereitet, dass wir ja sehen, wie wir unser Dach jetzt hier auf Vorder- und Rückseite auch noch anpassen wollen.
Bevor ich dazu natürlich komme, mache ich erstmal mir die Seiten schick. So, erstmal alles vorbereitet, bevor wir auf Vorder- und Rückseite natürlich zum Extradach kommen. So ganz oben setzen wir natürlich noch einmal eine Stufe hin. Ne, eine in der Mitte, da macht sie natürlich keine Treppe. Gut, dann geht es natürlich jetzt sehr ran auf Vorder- und Rückseite, dass wir hier noch das Dach machen. Wir nehmen wieder unsere Treppen. Wir fangen wieder an der Seite an, eher einfach ganz entspannt die Treppen so einmal nach vorne zu ziehen. Wir lassen hier auch wieder einmal überstehen und achten einfach darauf, dass die Treppen mit dem Hauptdach natürlich dann hier wieder ineinander laufen. Auf der Vorderseite sollte es eigentlich bei uns klappen. So, ich ziehe mir das immer schön einmal nach hinten, verbinde es mir. So, jetzt haben wir natürlich hier oben unsere Zweiermitte. Da machen wir natürlich auch wieder das gleiche Spiel. So, und ziehen es wieder einmal nach hinten weg. Vorderseite haben wir dann erstmal soweit fertig. Jetzt fliegen wir mal auf die Rückseite. Bei der Rückseite müssen wir aber noch einmal kurz unseren Beton nehmen. Das hat den Grund, wir haben jetzt eigentlich mal auf der Rückseite einen Block höher. Das heißt, hier könnt ihr nochmal eine Blockreihe zack so nach hinten setzen in unser Häuschen rein. Naja, da hätte ich dann hier auch nochmal zack ein bisschen wieder was weghauen müssen. Na gut. So, dann wollen wir natürlich auch hier hinten, wenn wir jetzt nochmal eine weitere Reihe hier erhöht haben, einfach unsere Treppen so wieder einmal nach vorne ziehen. Wenn wir denn unser Häuschen soweit fertig haben mit unseren Ziegeltreppen, na, jetzt muss ich die hier noch richtig drehen. Treffen muss gelernt sein. Ja, wenn wir das soweit fertig haben, kommen wir dazu, jetzt das Dach noch ein bisschen zu verstärken. Das heißt, jetzt nehmen wir wieder unsere glatten Quarzstufen und Treppen. Unter glatten Ebenen kommen natürlich einmal unsere Stufen zum Einsatz und überall, wo es natürlich nicht glatt ist, da setzen wir einfach unsere Treppen runter. Tja, das ist auch keine schwere Arbeit. Das machen wir natürlich nicht nur auf der Rückseite, wo ich gerade bin, sondern auch auf der Vorderseite und natürlich auch an den Seiten ziehen wir das hier einmal ganz entspannt wieder so lang. Geht ja relativ fix, sich das hier unterzuzeichnen. Nicht vergessen, eine Seite brauchen wir erstmal noch nicht. Sag ich mir überstehen das, ne? Von daher spart man sich auch hier wieder ein bisschen Arbeit. So, eine Sache nehmen wir noch und zwar unseren hellgrauen Beton. Wir fliegen nochmal zur Garage, platzieren eine Reihe unten einmal hin und einmal darüber. Die Mitte lassen wir nochmal frei, da holen wir uns jetzt noch ein paar neue Blöcke raus. Denn mit diesen Blöcken sind wir erstmal fertig, das heißt, die könnt ihr jetzt offiziell wegtun. Wir kommen bei der zweiten Etappe von unserem Häuschen. Jetzt holen wir uns hellgrauen trockenen Beton einmal raus. Poliert ihr an die Siedstufen Steintreppen und Stufen davon. Schiefen, tiefer Ziegelmauer. Ich finde die ganz passend, aber ihr könnt auch jede andere Mauer nehmen, wie ihr wollt. Dann holen wir uns noch ein paar schöne Trichter raus, schwarze Knöpfe, Fichten-Zauntor und noch eine Eisenfalltür. Wir bauen jetzt erstmal unsere Garage fertig. Hier wollte ich jetzt in der Mitte nochmal ein bisschen hellgrauen Beton setzen. Ich finde so dieses Farbspiel von trockenen und normalen Beton einfach ganz toll für die Garagentür. Sonst nehmen wir jetzt unsere polierten Sachen, ziehen jetzt einfach mal hier so einen Rahmen ringsrum. So, weil jetzt wollen wir natürlich hier auch einmal das Dach machen oder die Decke. Über unserem Garagentor setzt ihr hier nochmal eine Blockreihe einfach hin. Daran könnt ihr jetzt hier einfach mal eine Treppenreihe umgedreht platzieren. Und dann setzt ihr hier einfach noch eine Stufenreihe hin. Und dann haben wir hiermit auch unsere Garage erstmal soweit fertig. Weiter geht's, wir sind immer noch draußen. Wir nehmen jetzt einfach mal unsere Trichter. Und zwar habe ich mir gedacht, setzen wir uns draußen noch ein paar Regenrinnen einfach mal hin. Das heißt, Trichter oben hin, Mauer zum Boden mitziehen und dann war es das hier. So, auf der anderen Seite setze ich mir das hier gleich an der Kante einmal hin. So, Mauer nochmal hin und fertig. So, auf der Rückseite, gleiches Spiel machen wir auch nochmal. Hier haben wir aber das Glück, dass wir hier natürlich eine Dreiermitte oder immer so eine Mitte haben. Na gut, jetzt hier nicht so unbedingt. Aber wir setzen das immer, sage ich mal, so mittig gesehen hier. Ne, wir haben ja hier drei Blöcke, also immer einmal hinsetzen. So, Mauer natürlich noch einmal verbinden und dann haben wir das auch wieder fertig. Man kann auch gerne mit schwarzen Knöpfen sich hinten aus vielleicht so ein paar Lampen darstellen. Ne? Da kann man ja überall so ein bisschen machen. Wer möchte, könnte es natürlich auch hier nochmal an der Seite machen. Ne? So ein bisschen sich so das darstellen. Sonst kommen wir nochmal auf zur Vorderseite. Hier wollte ich mir noch so ein kleines Vordach ziehen. Und zwar an den Seiten jetzt von unserer Tür oben setze ich mir jetzt einfach mal mein Zauntor einfach mal hin. Darüber setze ich mir einfach meine Eisenfalltüren und ich wollte darunter jetzt... Jetzt ist das wieder, da muss man ein bisschen treffen. Mir einfach noch meine Eisenfalltüren da einmal nochmal davor zu setzen. Und Eisenfalltüren sind immer so knifflig in der Luft zu platzieren. Ich setze mir jetzt einfach mal so eine Hilfelinie. Setze mir da jetzt hier einfach mal meine Eisenfalltüren ran. Und die liegen natürlich ein bisschen weiter unter. Das hat einfach damit zu tun, weil es natürlich zwei verschiedene Blockebenen sind. Ne? Das ist hier schon auf der nächsten Blockebene und das ist einfach hier unten am Block. Und dadurch hebt sich das ja so ein bisschen ab. Na, und dann haben wir hier so dieses kleine Vordach. Finde ich ganz schick. So, theoretisch sind wir jetzt fertig mit den ganzen Blöcken. Man kann aber noch, wenn man möchte, sich gerne, sage ich mal, jetzt hier vorne bei unserer Haustür noch so einen kleinen, ja, so einen Tritt machen, wie man natürlich hier einmal hochkommt. Man könnte sich dann auch, sage ich mal, hier so einen kleinen, ja, Weg ziehen, wie man da auch zur Garage kommt.
Müsst ihr euch dann anpassen, wie ihr euch das dann, sag ich mal, hier noch überall gestaltet. Habe ich ja da drüben auch gemacht, ne? So, zu guter Letzt, meine Kiste ist jetzt leer. Jedenfalls die erste. Die zweite habe ich ja noch. So, jetzt wollen wir natürlich noch eine kleine Feinheit machen, bevor ich das Häuschen mir dupliziere. Und zwar nehmen wir jetzt noch ein paar Türchen und wollen natürlich hier alles einmal drin platzieren. Welche Türen ihr nehmt, ganz eure Sache, müsst ihr natürlich anpassen, wie ihr euer Häuschen angemalt habt. Jetzt bei mir nehme ich jetzt einfach mal hier eine Birkentür für die Haustür. Sonst platziere ich mir jetzt im Häuschen überall Schwarzeichentüren, darüber natürlich die passende Treppe. Finde ich ganz passend. So, dann habe ich mir das unten auch schon mal gesetzt. Küche wie Wohnzimmer lasse ich mir offen, da gibt es keine Tür. Und dann wollte ich die natürlich auch gleich einmal nach oben gehen. Natürlich ohne Treppe ist es natürlich ein bisschen schlecht. Von daher nehme ich mir jetzt einfach mal Polyurethan-Treppen. Ihr könnt dann natürlich auch nehmen, was ihr wollt. So, dann setze ich mir dahinter immer noch hier einfach mal so ein paar Treppen einmal an. Geht es hier wieder einmal nach oben. Wieder einmal so eine Treppe ansetzen. Und dann, zack, komme ich auch oben einmal an. Ja, man muss sich das unten halt nur noch so ein bisschen anpassen. Ich habe mir noch mal kurz diesen Andesit-Stufe oder ihr könnt auch einen Block gerne nehmen. Ich setze mir einfach mal einen Block hier in die Ecke hin. Das sieht besser aus, als wenn ich da einfach nur eine Treppe hin mache. So, um es einfach mal darzustellen, mache ich mir noch so ein kleines Gerüst hier einfach mal hin. Dafür nehme ich jetzt einfach mal Mauern. Ihr könnt auch Glasscheiben nehmen, Eisengitter, Pipapo, Zaun geht auch. Und dann setzt euch hier einfach noch so irgendwie so provisorisch ein Geländer ran. Hier oben mache ich mir natürlich auch noch mal ein paar Türchen rein. So, Treppen oben hin. Oh, da sehe ich gerade, habe ich hier einen dicken Block in der Decke, das wollte ich nicht haben. So, einmal ausgewechselt. Und dann kommen hier sonst meine Türen einmal rein. Und dann sind wir innen drin eigentlich auch erstmal durch damit. Wir können hier nochmal gucken. Ja, sieht schick aus. Und dann gehen wir einmal wieder aus unser Häuschen raus, denn jetzt wollen wir es duplizieren. Für das Duplizieren eines Häuschens brauchen wir natürlich einen Konstruktionsblock. Ihr kennt die schon aus anderen Videos. Jetzt heißt es natürlich hier das richtige Maß nehmen. Das zeige ich euch einfach mal. Wir fliegen jetzt einmal hinter unser Häuschen einmal hin. So, da fliegen wir natürlich zur hintersten Ecke. Müssen natürlich gucken, dass wir unsere Garage drin haben. Jawohl. Und auch unser Dach, ja, ist mit drin. Und dann können wir jetzt hier reingehen und einmal das Maß nehmen. Mein Maß habe ich soweit. So, ich gebe euch mal die Koordinaten durch. Also ihr macht einfach mal X, 27, Y, circa 20. Dann habt ihr das ganze Haus drin. Und Z, einfach mal 17. So, können wir uns das hier noch einmal angucken. Ne, wir sehen, wir haben das ganze Häuschen einmal hier drin. Speichern uns das einmal ab unter U. Ihr könnt es auch unter was anderem abspeichern, wenn ihr wollt. Zur Sicherheit guckt ihr einfach nochmal draußen, ob das euch so passt, ne, wie ihr, sag ich mal, euren Kasten hier gemacht habt. Wenn das denn, ja, sag ich mal, so ist, wie ihr meint, das kann ja so sein. Fliegen wir jetzt einfach mal zur anderen Seite hier. Und jetzt möchte ich mir mein Häuschen so um die vier Blöcke nach vorne setzen. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4. So, ab dem vierten Block setzt ihr dann auch bitte euren Block einmal hin, weil der Block zählt immer schon als eine Ebene mit. Jetzt gehen wir hier rein, gehen laden, drücken natürlich unter das, wie wir das jetzt gespeichert haben. Jetzt würde unser Häuschen 1 zu 1, wie jetzt hier drüben ist, sag ich mal, gespawnt werden. Wir machen es einfach mal, damit wir es uns angucken können. So, 1 zu 1, nur vier Blöcke nach vorne. Das sieht natürlich jetzt doof aus, denn wir wollen dieses Häuschen einmal spiegeln. Um das Häuschen jetzt natürlich richtig zu spiegeln, gehen wir wieder rein. Wir achten darauf, dass wir es auf Laden ausgewählt haben. Gehen wir runter und dann sehen wir da so Spiegeln. X und Z. Machen wir einmal bei X ein Häkchen rein, dann drücken wir einfach auf Laden. Und voilà, unser Häuschen ist perfekt gespiegelt und rangesetzt an unser anderes Häuschen. So, wer möchte, kann sich das jetzt immer noch anpassen, so nach einer vorne, einer nach hinten versetzen. Aber ich würde das einfach mal so lassen, denn so wenn es hier drei Böcke übersteht, von unserem Beton her ausgesehen, ist das das optimale Maß. Ne? Dann können wir jetzt auch gleich anfangen, noch das Dach ein bisschen zu verfeinern. Tja, dafür habe ich natürlich jetzt hier noch mal eine extra Kiste, da gucken wir mal rein. Wir holen uns jetzt einfach noch mal ein bisschen was raus für unser Dach, damit wir das natürlich hier noch ein bisschen anpassen, ne? Dass es auf beiden Seiten gleich ist. Ich nehme noch mal kurz meine Kopierblöcke hier mal weg, dass hier, sage ich mal, nicht diese Fähnchen sind. Wisst ihr, was mir da wieder auffällt? Wir haben vergessen, sag ich mal, hier hinten noch unsere Tür zu machen von unserer Garage. Ich habe mir hier noch mal meine Schwarzeichenholz Tür und Treppe mal rausgeholt, die ich mir da einfach mal platzieren möchte. Ihr könnt auch gerne eine Eisentür nehmen für eure Garage. Ne? Das ist natürlich euch überlassen. So, ansonsten Schwarzeichentür hin und dann passt das. Ja, dann fliegen wir natürlich noch einmal zur Mitte. Hier wollen wir natürlich die Häuser noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, ihr nehmt jetzt hier eure Treppen und könnt nun die Dächer einmal überstehen lassen. Und was wir natürlich auf einer Seite machen können, machen wir dann natürlich nochmal auf der anderen Seite. Denn hier müssen wir es auch nochmal überstehen lassen. Und auch hier wieder drunter setze ich mir einfach mal meine Quarzsachen. Wunderbar und fertig ist dann auch hier unser Dach. Wer natürlich glaubt, dass man jetzt mit dem Häuschen schon fertig ist, der irrt sich natürlich, denn es gibt jetzt noch viele Sachen, die man noch machen kann, und zwar natürlich sich das Häuschen noch innen drin zu gestalten und natürlich auch draußen.
Ihr könnt euch natürlich noch einen Vorgarten basteln. Ihr könnt noch eine kleine Auffahrt machen zur Garage, wenn ihr wollt. Beim Vorgarten, da könnt ihr ja die ganzen neuen Pflanzen nehmen, die ja auch dazugekommen sind, diese kleinen Büsche und so. Und dann ja, macht ihr euch das, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch einen ganz großen Vorgarten basteln. Ne? Das ist ja jeden das überlassen, wie er möchte. So, aber ansonsten machen wir jetzt mal die Haustür und gucken uns mal an, wie man sich natürlich das Häuschen so ein bisschen gestalten kann. Gehen wir hier einfach mal ganz entspannt einmal rein. Ich habe mich mal diesmal nicht so doll ausgetobt hier im Flurbereich. Ich wollte das Ganze doch ein bisschen, ja, im leichten Stil einfach mal halten in Minecraft. So. Ganz vorne haben wir natürlich ein kleines Badezimmer drin. Ja, wirklich ganz einfach. Eine Toilette, Waschbecken reicht schon völlig aus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, sage ich mal, ein Zimmer. Das könnt ihr euch gestalten, wie ihr wollt. Ich habe mir hier gedacht, ist der kleine Wäscheraum. Hier ist noch eine Katze drin mit ihren Kratzbäumchen, Futternapf und Wasserschüssel. Das steht auch noch hier für die Katze. Also könnt ihr reinbasteln, was ihr wollt. So, sonst geht man hier weiter. Hier haben wir noch eine kleine Garderobe. Ne, ihr könnt hier deine Jacken aufhängen oder sowas. Das passt ja hier zum Flur. Sonst haben wir natürlich eine offene Küche. Ich finde ganz toll bei unserer Küche, dass wir natürlich jetzt hier noch so eine kleine Ecke haben, wo wir was reinbauen können. Das heißt, ihr könnt euch euren Ofen, Werkbank, Pipapo einfach mal reinbasteln in die Wand. Ich habe die Küche mir auch ein bisschen kleiner gehalten, da ich mir jetzt hier wieder einfach mal so einen Kühlschrank gebastelt habe, wo unten mit dem Lagerfeuer das Essen drin ist. Finde ich immer ganz fetzig, ne? Wenn man so einen Kühlschrank aufmacht, dann ist auch was drin. Sonst können wir natürlich hier einmal ins schöne Wohnzimmer gehen. Hier haben wir natürlich, sag ich mal, ja, eine Couch, Fernseher ist dabei. Und hinter unserer Couch ist dann nochmal eine kleine Essecke, wer möchte. Ne, dann kann man hier auch mit seiner Familie abends nochmal, ja, Abendbrot essen, Frühstück essen, pipapo, ne, passt. So, vom Wohnzimmer kommt natürlich auch hinten in den Garten einmal rein. Hier habe ich mir noch eine Terrasse einfach mal rangebastelt. Ein paar Liegen, ne, hier kann man runterkommen, kann man grillen. Hier auch nochmal ein größerer Tisch. Und natürlich ein Schirm, der zusammengeklappt ist. Ihr könnt euch das natürlich basteln, wie ihr wollt. Guck mal hier drüben, da wo das dann natürlich jetzt, sag ich mal, leer ist, ne, wo man noch einziehen könnte, habe ich mir gedacht, lass sie einfach mal im Hintergarten noch so einen Pool stehen, wie man den so kennt bei den Hintergärten. Ja, ich glaube, jeder zweite, dritte hat mal so einen Pool gehabt, ne, diese Aufstelldinger. Ja, warum nicht? So, sonst gehen wir mal weiter und gucken mal, wie es da natürlich jetzt nach oben aussieht. So, jetzt haben wir natürlich unsere Treppe. Und ihr seht, ich habe mir die Treppe jetzt hier gemacht, natürlich mit Zaun. Das habe ich mir noch ein bisschen verbunden hier. Und oben habe ich mir dann Glas hingesetzt. Also ihr könnt euch, sag ich mal, das Geländer basteln, wie ihr wollt. So, oben geht's los. Ich würde mal sagen, erstmal mit dem Badezimmer. Hier haben wir natürlich zwei Waschbecken, Luxus pur, wir kennen's. Wieder eine Toilette. Ich finde die Toiletten immer ganz toll, wenn man sich die mit einem Trichter bastelt, denn die sind gleich angeschlossen hier. Wenn ihr euch da einfach nur um diese Treppen bastelt als Toiletten, ist auch immer doof, weil ihr habt dann nicht diesen Anschluss. Ich habe diesmal in diesem Häuschen auf eine Badewanne verzichtet, weil ich finde Duschen an sich irgendwie besser. Ne? Kann man ja auch, kann ja, gut, kann jeder sehen, wie er möchte. Aber ich finde eine Dusche besser, weil die kann man halt ein bisschen besser benutzen als so eine Badewanne, ne? Dann haben wir hier natürlich einmal das Badezimmer. Dann kommen wir natürlich einmal zum Kinderzimmer, was ich mir hier gebastelt hatte. Ist, glaube ich, mehr so ein Zimmer von so einem Teenager, würde ich mal tippen. Ja, könnt ihr euch gestalten, wie ihr wollt. Ne? Hier zum Beispiel hat auch seinen PC, wo er Minecraft bestimmt drauf spielt. Man weiß es nicht. Aber naja, kann man sich ja basteln, wie man will. Schrank ist auch dabei. Schick. So, na gut, dann kommt am Ende noch das Elternschlafzimmer. Ne? Kann man ja auch sich hier austun, wie er möchte. Beim Elternschlafzimmer habe ich mir so gedacht, dass die Betten inmitten des Raumes sind, wo sie natürlich diesen Anblick haben, natürlich nach hinten. Ja, ansonsten, was kann man sich hier so reinbasteln im Elternschlafzimmer? Make-up-Tisch der Mama und vielleicht, ja, der Papa kriegt vielleicht einen kleinen Teil noch im Kleiderschrank, ne, wenn er lieb ist. Ja, ansonsten ist das hier natürlich das Elternschlafzimmer, ne, wie man so ein bisschen, ja, sich gestalten könnte. So viel denn zum Häuschen innen drin. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr euch das natürlich hier gestalten könnt. Tja, sonst kann man sich natürlich auch noch die Garage angucken, wenn man möchte. Ne, was kann man da reinbasteln? Natürlich ein kleines Auto. Ne, so ein Familienauto, ganz einfach. Und vielleicht macht euch hinten noch so eine Werkbank oder sowas rein, ne, wo man dann noch ein bisschen basteln kann. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt steht unser Häuschen. Jetzt musst du es natürlich nur noch ein bisschen einrichten. Wenn du damit dann fertig bist, schau mal oben in der Infobox. Da gibt es noch ein paar tolle Videos. Vielleicht willst du davon noch was bauen. Sonst abonniere noch gerne den Kanal. Bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und da war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein. Und ciao.